Und wegen dieser Straches, Salvinis, Orbans und ihren deutschen Ablegern, deshalb, meine Damen und Herren, ist es so wichtig, immer wieder und nicht nur vor Europawahlen, Nationalismus, Rassismus, Antisemitismus entschieden entgegenzutreten. Es ist wichtig, das nicht nur mit Reden in diesem Parlament zu tun, sondern immer wieder auch im Alltag und auf der Straße. Nationaler Egoismus, Nationalismus sind vollkommen untauglich für die Lösung der Probleme, vor denen wir stehen. Das ist die Botschaft der Zehntausende, die am vergangenen Sonntag auf die Straße gegangen sind. Das ist die Botschaft von Fridays for Future. Das ist die Botschaft der Flüchtlingsinitiativen, der Gewerkschaften, der Unteilbar-Demonstrationen und vielen anderen Initiativen, die aktiv an einem solidarischen Europa arbeiten.